Und schon sind wir bei der zweiten Episode Präsentation von Ergebnissen im Modul F. Es gibt einen Haufen von Werkzeugen für Präsentationen und die schauen wir uns jetzt einfach an. Wir gucken mal ganz kurz in so eine Präsentation bei Prezi. Prezi, ja, ich glaube, wir gucken uns das einfach mal an, wie so eine Prezi-Präsentation aussieht. Wird hier geladen und auf geht's. So, was man hier jetzt sieht, ist, dass man eigentlich über eine ganz, ganz riesige Abbildung sich drüber bewegt und immer wieder in den großen Überblick gibt und dann wieder in Details hinein springt. So. Und das hat so eine ja, ganz spannende Optik, die dadurch erzeugt wird. Ich fände es toll, wenn Sie sich auf alle Fälle mal Prezi anschauen, sich ein bisschen davon inspirieren lassen und dann tatsächlich mal anfangen, Prezi Präsentation zu machen. Sie sehen, Big Picture, Small Picture, Details. Und hier geht's los. Okay, das ist Prezi. Auf alle Fälle sehr spannend, um sehr ungewöhnliche Präsentationen zu machen. Muss so ein bisschen um die Ecke denken, um richtig gute Sachen zu machen. Andere Möglichkeit, um ja, Präsentationen, die Sie gemacht haben, verfügbar zu machen, ist SlideShare. Da muss ich mich einfach mal kurz einloggen. So, da bin ich. Und jetzt haben wir hier mein Account. Und ich kann jetzt einfach mal anschauen, wie mein Profil aussieht. Und in meinem Profil sieht man dann auch meine Präsentationen. Hier sieht man also einiges an Präsentationen, die ich hier gemacht habe. Ich sehe schon, ich müsste mal langsam wieder ein paar mehr neuere Präsentationen hochladen. Das habe ich lange nicht gemacht, scheinbar. Das Schöne an SlideShare ist, dass man diese Präsentation auch auf einen Log einbinden kann. Das heißt, Sie können Ihre Präsentation hochladen und die dann so wie hier dann auch tatsächlich ganz normal in eine Präsentation auf einer Webseite einbinden. Was Sie hier jetzt sehen, sind relativ typische Folien für mich. Ich nutze eigentlich häufig tatsächlich Bilder und spreche dann dazu. Das heißt, die Slides sind an sich jetzt nicht selbsterklärend, sondern ab und zu kommt dann mal wirklich wieder so ein bisschen Text. Das ist dann aber wirklich, wenn es eher um solche ja, Zitate geht. Und dann versuche ich wieder sehr schnell Geschichten zu erzählen, Stories, die ich dann durch Bilder dokumentiere. Okay, das können Sie sich gerne anschauen unter www.slideshare.net KDW. Da finden Sie meine Präsentation. Ich verspreche, ich lade auch mal wieder ein paar neue hoch. Da ist aber einiges, was in der letzten Zeit passiert ist. Gut, das war's zum Thema Präsentation, wie durchführen und welche Werkzeuge gibt es dazu.